Fridolin, was war die schlimmste Zeit, um jemals Geld zu haben? 2021 in deinem Büro. Fridolin, was? Spaß. Okay, war nur ein Spaß. Aber Freunde, heute betrachten wir diese Frage wirklich aus wissenschaftlicher Sicht. Professor oder Wissenschaftler Elmagi ist natürlich am Start. Was war denn die schlimmste Zeit, in der man gelebt haben konnte, Freunde? Lasst ein Abo da, wenn ihr neu hier seid. Mein Name ist Elmagi oder Elmago oder Mats. Nennt mich einfach, wie ihr wollt. Und jetzt lasst einen Daumen hoch da, ja? Fridolin. 8000 Likes. Fridolin. 8000 Likes. Fridolin, Junge. Du bist ja sehr optimistisch heute. Let's go. Was war die schlimmste Zeit in der Geschichte? Das Time Magazine entschied, dass es das Jahr 2020 war. Was? Was? Also klar haben wir viele Probleme heute und auch letztes Jahr. Und auch wegen Roni, wegen Coroni hatten wir auch viele Probleme, das stimmt. Aber man kann das doch nicht mit Mittelalter vergleichen, wo Leute hingerichtet wurden, wo es die Pest gab, wo man auf die Straße gedudelt hat und so. Also... Mir scheint, dass das Time Magazine einen kompetenten Historiker hätte einstellen sollen. Ja, es war die Zeit der erbitterten politischen Auseinandersetzungen und... Ja, klar hatten wir Auseinandersetzungen, aber trotzdem... geht's uns ja so gut wie noch nie. Das müssen wir dem Ganzen ja zugutehalten, ne? Unruhen, die in Gewalt ausarteten. Und vor allem die Pandemie, die uns aus dem Gleichgewicht brachte. Jeder von uns hat sich mit beunruhigenden Gedanken... Crazy, wie jetzt schon wieder normales Leben ist. Wir waren gestern feiern und es ist alles normal. Ey, und vor einem Jahr war noch irgendwie ein Lockdown. Ne? Man konnte nicht auf die... man durfte nicht mal abends auf die Straße nach 22 Uhr. Das ist unvorstellbar, Freunde. Auseinandergesetzt. Es fühlte sich an, als trafen wir diesen Planeten zu einer sehr seltsamen Zeit. Aber glaub mir, es war nicht die schlimmste. In diesem Video gebe ich dir die Möglichkeit, in anderen, herausfordernden Zeiten aufzuwachsen, damit du das Jahr 2020 nicht im Eifer des... Die haben früher mit Schwertern über ein Schlachtfeld und haben Leute abgekraxelt. Das wollt ihr mir sagen, dass 2020 zu leben schlimmer ist, weil wir eine Pandemie haben? Die haben damals nicht geduscht. Wie gesagt, die haben Pipi und Duti auf die Straße gemacht. Es gab Krankheiten, Folterung, kein Geld. Gefechts verurteilst. Du wirst herausfinden, wie ist das Leben ohne die Sonne? Wie kann die absurde Einmannherrschaft das Schicksal von Tausenden von Menschen zerstören? Und welches war das schlimmste Jahr in der Geschichte der Menschheit? Boah, da bin ich gespannt, was die sagen, was das schlimmste Jahr ist. Ich bin sehr gespannt. Und wir sagen, und wir geben natürlich unseren Senf dazu. Vor allem Professor Elmagi gibt natürlich seinen Senf dazu. Das wissen wir, ne? Du bist sehr früh aufgewacht, um deine Speere für die Mammutjagd zu schärfen. Du bist ein Vertreter der Clovis-Kultur und lebst während der jüngeren Dreias. Okay, 10.800 BC, before Christus. Also, 10.800 vor Christi Geburt. Das ist krass, in Nordamerika. Amerika. Plötzlich siehst du einen seltsamen Stern mit einem langen weißen Schweif am Himmel. Er wird von Tag zu Tag größer. Du lebst zu einer Zeit, in der die Menschen natürlich noch nichts über den Weltraum wussten. Nö. Und sie wissen nicht, dass dieser seltsame Stern eigentlich ein riesiger Asteroid... Und die wussten auch nicht, wie man Elmagi abonniert. Ich hatte 10.800 vor Christi, hatte ich noch keinen Abonnenten, deswegen weiß ich das. ...Asteroid ist, der aus Fragmenten mit einem Durchmesser von bis zu 4 Kilometern besteht. Hm. Und dann kracht dieses tödliche Objekt in die Eisdecke Nordamerikas und Europas. Die Energie, die in diesem Moment freigesetzt wird, löst eine Reihe von Bränden aus. Du... Ja, schon verdammt beschissen, da gelebt zu haben, weil du, die haben das ja nicht überlebt. Schnappst dir deine Frau und deine Kinder und rennst vor dem Feuer weg. Eine riesige Menge Asche aus verbrannten, dichten Wäldern vermischt sich mit einer astronomischen Menge Wasserdampf, der aus dem Inneren des erdeinschlagenden Asteroiden in die Atmosphäre gelangt. Dieser Schleier verdeckt die Sonne, sodass deine Reise im Dunkeln weitergeht. Das Wasser der Gletscher beginnt zu schmelzen. Mhm. Du kannst die Wellen sehen, die zwei... Hä, aber also das haben die Menschen ja definitiv überlebt, ja? Überall so, sonst wären ja, die Siedler, die haben sich ja weiter angesiedelt in diesen Gebieten. So. Das ist ja 10.800 vor Christus. Überlebt auf jeden Fall. Die Sonne war ein paar Tage oder ein paar Wochen bedeckt, keine Ahnung, wie lange es angedauert hat. Ist schon verdammt beknackt, aber wenn du es überlebt hast, ja... 200 Fuß hoch durch den Norden rollen. Heutzutage hätten sie die Tower Bridge vollständig bedeckt. Noch vor kurzem bist du vor dem Feuer weggelaufen. Jetzt hast du Angst, dass du und deine Familie von den Wellen mitgerissen werden. Schmelzwasser strömt in den Atlantik. Boah, was ist das für ein kranker Film, ja? Die Meeresströmungen werden für Jahrzehnte zum Stillstand kommen. Und die Welt stürzt in eine kleine Eiszeit, die 1000 Jahre dauern wird.
Jetzt bist du... Ach, das war eine Eiszeit dann. Okay. Du ein heimatloser Nomade, der auf der Suche nach ein paar überlebenden Pflanzen und Tieren umherwandert, um seine Familie zu ernähren. Ich liebe dieses Eichhörnchen. Wie heißt es noch? Scratch? Nee, nicht Scratch. Wie heißt es noch? Keine Ahnung. Sollte ich sagen, diejenigen, die unterwegs nicht gestorben sind? Und wenn in der Antike das Leben der Menschen durch Weltraumphänomene bedroht war, wurde mit der Entwicklung der Gesellschaft der Schaden vom Menschen selbst verursacht. Mhm. Oft vom Menschen selber. Aber okay, in der Zeit, in der Eiszeit gelebt zu haben, muss auch, denn kalt, aber du findest ja deine Überlebensmöglichkeiten. Und wenn du frei bist, dann ist ja immerhin was. Freiheit ist ja das Wichtigste, was du hast. Ja gut, aber in Eiszeit zu leben, klar, ist schon alles sehr anstrengend, natürlich sehr kalt. Aber ich stell mir Schlimmeres vor. Die schlimmste Zeit aus politischen Gründen. Du wachst wieder früh auf, weil du... Kriegszeiten jetzt, ja? Also die schlimmste Zeit aus politischen Gründen. ...ein armer chinesischer Bauer im 20. Jahrhundert bist. 1958. Du musst zur Arbeit gehen und Punkte sammeln. Viele Jahre später wird ein... Geil, das ist aus irgendeiner Netflix-Serie, die ist komplett beknackt. Boah, es verstört mich bis heute, diese Sendung. Ein solches Entlohnungssystem in der Serie Black Mirror. Black Mirror, ja. Als eine Version der Ereignisse in der nahen dystopischen... Die sammeln Punkte auf diesem Laufrad die ganze Zeit und erzeugen irgendwie Energie. Damit die Punkte können die dann einlösen und können dann irgendwie davon Essen kaufen oder an irgendeiner Talentshow teilnehmen oder so. Das ist komplett beknackt. Zukunft gezeigt. Und die Zuschauerinnen und Zuschauer werden nicht einmal wissen, dass es so etwas in der Vergangenheit schon gab. Der chinesische Führer, der Vorsitzende Mao Zedong, entwickelte einen wirtschaftlichen und sozialen Plan für eine schnelle Modernisierung. Löhne und Geld werden durch Arbeitspunkte ersetzt. Es gibt auch kein Privateigentum mehr. Von nun an gehört alles der Kommune. Millionen von qualifizierten Landwirten werden von der Landwirtschaft in die Produktion gesteckt. Es gibt niemanden, der die Ernte einbringt und sie beginnt zu verfaulen. Du. Boah, da gelebt zu haben, auch krass, ne? Du ackerst halt den ganzen Tag, ja? Und wenn du nicht ackerst, dann hast du auch ein Scheißleben. Also, das ist auch. Also, wir können uns mit unserem Leben sehr, sehr, sehr dankbar schätzen, meine lieben Freunde. Es ist manchmal schwierig, das zu akzeptieren, aber uns geht's so, so gut. Du versuchst verzweifelt, die Ernte zu retten und dann befiehlt Mao, alle Spatzen auszurotten, damit sie nicht die Getreidesamen fressen. Du bist schockiert über eine solch törichte politische Reform. Denn wenn die Spatzen erst einmal ausgerottet sind, gibt es niemanden mehr, der die Heuschrecken frisst. Du kannst die Last, die Ausbreitung dieser Schädlinge zu stoppen, nicht alleine tragen. Du hast nichts mehr zu essen und irgendwann wirst du, zusammen mit den anderen 55 Millionen Opfern, von Maos rücksichtsloser Politik am Ende verhungern. Sie haben den ganzen Tag geackert. Es ist wie im alten Ägypten, die Pyramiden geschuftet hat, die Sklaven. Also die wurden dann nicht hin, ich weiß nicht, ob die ausgepeitscht wurden, so, aber wenn die nicht gearbeitet haben, die haben sicherlich eine Bestrafung dafür bekommen und sind teilweise verhungert. Also die kriegen kein Essen und müssen körperliche Arbeit leisten. So Essen, ja, das ist das Allerwichtigste für körperliche Arbeit, damit du Energie hast. Quarantäne zu Hause zu bleiben ist nichts im Vergleich zur Mao-Zeit. Wir können uns jederzeit Essen liefern lassen und uns in unseren Wohnungen in Ruhe und Sicherheit ausruhen. Und jetzt... Und ein Maggi-Video schauen, Freunde. Wir können alle zu Hause liegen und in Ruhe ein Maggi-Video schauen. Wie schön ist das Leben, bitte? Stell dir das vor. Du wachst an der nordamerikanischen Küste auf, wo du mit deinem Stamm lebst. Einige Fremde sprechen dich an. Sie machen sich nicht die Mühe, dich höflich um Vorräte zu bitten. Und als sie abgewiesen werden, droht einer von ihnen, dir das Mondlicht wegzunehmen. In der nächsten Nacht scheint der Mond vom Himmel geklaut worden zu sein. Als die Fremden wiederkommen, teilst du das Essen mit ihnen. Du weißt nur nicht, dass du es mit Christoph Kolumbus zu tun hast. Er ist sehr gut in Astronomie und hat es geschafft, dich zu täuschen, weil an diesem Tag eine Mondfinsternis stattfand. Der Besuch dieses Mannes... Was, echt? Hat er da wirklich Leute veräppelt? Er so, yo, wenn du das und das nicht machst, ich nehme euch den Mond weg. Und dann war an dem Tag da wirklich ein Mond? Nein. War das jetzt, was? Konnte man das damals vorhersehen? 1472? Aber Christoph Kolumbus, das wisst ihr ja alle, der Entdecker Amerikas, der ist ja von Spanien rüber geschifft nach Nordamerika. Also was heißt Entdecker? So, damit den Europäern quasi bekannt wurde. Aber da haben ja Menschen gelebt, das gab's ja schon, ja. Das muss auch eine crazy Zeit gewesen sein. Eine Reihe von schrecklichen Ereignissen aus. Als Kolumbus nicht Asien, sondern Amerika entdeckte, eilte ganz Spanien in dieses exotische Land. Den Spaniern folgten schnell Portugal und dann Frankreich, England und Holland. So begann die Kolonialisierung Amerikas.
Da die einheimische Bevölkerung anfangs keinen Widerstand leistete, verhielten sich die Europäer wie Aggressoren und töteten und versklavten die amerikanischen Ureinwohner. Warum? Ich check das nicht! Wir sind doch alles Menschen. Warum denken die Leute in verschiedenen Ländern oder in verschiedenen Stämmen? Lass uns doch als eine Menschheit denken. So, dann gibt das auch nicht mehr so viel Leid und so viel. Die kommen dahin, treffen auf einen neuen Stamm und versklaven die einfach. Lebt doch zusammen und baut euch zusammen, macht euch zusammen eine schöne Zeit. Ja, genau wie ich mir mit den Jungs, mit der Parky Löwe und Fridolin eine sehr schöne Zeit hier mache. Ja? Die spanischen Eroberer waren besonders grausam. Sie plünderten und verbrannten die Dörfer und töteten anschließend. Du konntest dem... Aber man hat damals nicht dieses Gewissen gehabt, dass das auch Menschen sind. Es gab sowas wie Menschlichkeit, gab es nicht. Man hat ja auch nicht groß gedacht, dass wir nur ein Planet sind, sondern die haben gedacht, die Erde ist alles, die sind anders, die sind irgendwie Feinde. So, das ist, keine Ahnung, warum der Mensch so geschaffen wurde. Aber wahrscheinlich wären wir vielleicht nicht da, wo wir sind, wenn der Mensch nicht irgendwo diesen egoistischen Trieb hätte, so weißt du. Schwierig. Also da ist auch Wissenschaftler El Maggi etwas überfragt. So, ich gönne mir jetzt erstmal was hier von diesem Tiramisu, ja? Sehr fluffig und sehr lecker. Das ist gestern noch vom perfekten Promi-Dinner übrig geblieben. Auf Vox, Freunde, weil Sedo, mein Mitbewohner, der macht da mit. Und ich darf natürlich die Reste essen. Angriff der Invasoren entkommen. Aber nach ein paar Tagen bekamen die Menschen Fieber, fühlten sich übel und hatten Schmerzen am ganzen Körper. Neue Krankheiten. Neue Länder heißen, das waren damals noch unbekannte Krankheiten. Ja, durch die ganze Globalisierung, weil Menschen überall hinfliegen, ist natürlich eine Krankheit, ein Corona, haben wir es perfekt gemerkt. Die gab es eigentlich nur an einem lokalen Fleck. Aber da durch die Globalisierung, zack, ist dieser Virus ganz schnell auf der ganzen Welt. Ist der einmal irgendwo draußen, dann ist er auf der ganzen Welt. Das Problem ist, dass nach dem Kontakt mit den europäischen Siedlern die ganzen Stämme, die jahrelang von der Welt isoliert waren, neuen Krankheiten wie den Pocken ausgesetzt wurden. Du stirbst in einer postapokalyptischen Einöde und weißt, dass dein Stamm und deine Kultur von den Eroberern zerstört wird. Wow, auch furchtbar. Furchtbar, da gelebt zu haben. Ja, die kommen einfach, diese Europäer, das sind einfach Menschen, die kommen da einfach hin und nehmen dir alles weg, brennen dein Dorf nieder und deine ganze Familie verreckt an irgendwelchen Krankheiten. Auch sehr furchtbare Zeit. Das Einzige, was noch furchtbarer sein könnte, sind die Zeiten großer militärischer Konflikte, in denen es auf allen Seiten große Verluste gab. Du wachst auf. Aber dieses Mal mitten in der Nacht. Du und Gleichgesinnte haben sich verschworen, heute um Mitternacht eine katholische Kirche in Brand zu setzen. Du bist Studentin an der Karls-Universität in Prag. Und anstatt zu studieren, kämpfst du in den Auseinandersetzungen zwischen dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation und dem Rest Europas. Definitiv. Okay, ich gebe nachher mein Statement ab. Und musst für deine Religion und Frau... Guckt euch mal an, wie... groß Deutschland früher war, das ist ja unglaublich, ne? Hä, hieß das sogar Litauen? Also dieser Part war, hieß Litauen. Boah, das war mal alles Deutschland. Krank. Freiheit einstehen. Alles begann mit einer Reihe von religiösen Kämpfen zwischen Protestanten und Katholiken. In Süddeutschland überlebte nur ein Drittel der Bevölkerung den Krieg, der schließlich 30 Jahre lang dauerte. 30 Jahre lang nur Krieg. 30 Jahre lang nur Schrecken, Angst, Tod, Vernichtung, Krieg. Was? Was? Definitiv bisher auf Platz 1. Es gab zu dieser Zeit, gab es nur Krieg. Die mochten die nicht, die haben die bekriegt, die haben das abgebrannt, die haben das eingenommen. Nur Krieg. Nur. Es dauerte über ein Jahrhundert, bis sich viele Gebiete von den Auswirkungen des wirtschaftlichen und sozialen Niedergangs erholt hatten. Nach verschiedenen Schätzungen beliefen sich die Gesamtverluste auf 5 bis 8 Millionen Menschen. Aber das Schlimmste ist, dass du vielleicht... 5 bis 8 Millionen Menschen zu dem Zeitpunkt, da haben auf der Welt deutlich, deutlich weniger Menschen gelebt. Das muss man im Hinterkopf behalten. Vielleicht nicht die Ehre erfährst, im Kampf zu sterben, sondern stattdessen an Typhus, Ruhr oder der Beulenpest. Boah. Es gibt Daten, die besagen, dass in Deutschland mehr Menschen daran starben als in den Schlachten. Du könntest genauso gut in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aufwachen.
Okay, da bin ich auch gleich sehr gespannt. Wahrscheinlich Erster Weltkrieg und so. Aber ich glaube, das ist auf Platz 1. Da ging es nur um diese, jeder wollte Gebiete einnehmen. Es gab nur Krieg, nur Tod, schlimme Krankheiten, keine Hygiene. Sehr schlimme Zeit. Aber ich denke, Zweiter Weltkrieg kommt auch noch. In dieser Zeit wurde die Welt innerhalb von 30 Jahren von 2 Weltkriegen erschüttert. Mhm. Völker, Mord und Massaker wurden im Namen politischer Ideologien auf der ganzen Welt begangen, was den Tod von hunderten Millionen Menschen zur Folge hatte. Ja. Selbst wenn du ein Veteran warst, der den Ersten Weltkrieg überlebt hat, hättest du an der spanischen Grippe sterben können. Sie forderte das Leben von bis zu 100 Millionen Menschen. Das waren 5% der Weltbevölkerung. Aber der verheerendste 5 der gesamten Weltbevölkerung. Konflikt, den die spanische Grippe? Krank. Die ich hätte nicht gedacht, dass es so viele waren. Gesehen hat, ist der Zweite Weltkrieg. Er war die Grenze der menschlichen Grausamkeit. Okay, zum Zweiten Weltkrieg kommen wir jetzt, Freunde. Ich glaube, da muss ich auch nicht viel zu sagen. Wir machen kurze Grüße, bevor wir uns das angucken. Grüße gehen raus an die Margangster, an das Kanalmitglied Silke Werfelmann, an Zahni und an Islischer Dorfkind. Wenn du nächstes Video auch grüßt werden willst, schreib einfach einen lieben Kommentar. Mit etwas Glück bist du auch dabei. Und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt. Zusätzlich zu den militärischen Aktionen, die natürlich viele Menschenleben forderten, wurde den Nazis befohlen, alle jüdischen Menschen sowie Roma, einige slawische Völker, die Zeugen Jehovas, Schwule und Lesben und Menschen mit geistigen und körperlichen Behinderungen zu vernichten. Einfach Andersartigkeit. Was soll denn dieser Emoji da jetzt? Der passt gar nicht. Nein, einfach Andersartigkeit sollte einfach ausgelöscht werden. Also es ist an Grausamkeit nicht zu überbieten, was da abging. Jedes Mal, also ich bin schon ein bisschen älter, Freunde, ich hatte das in der Schule schon sehr oft über Zweiten Weltkrieg geredet und nachgedacht und ich komme immer noch nicht klar, was da abging. In diesen Jahren erreichte die Zahl der Todesopfer 18 Millionen Menschen. Aber die Aggression kam nicht nur von den Nazis. Am 6. August 1945 warf Amerika eine Atombombe auf unschuldige Zivilisten in Hiroshima in Japan ab. Sie explodierte mit einer Energie von 15.000 Tonnen TNT. Die Bombe zerstörte und verbrannte etwa 70% der Gebäude. Die Explosion tötete etwa 140.000 Menschen. Und diejenigen, die über einer Bombe 140.000 Leben ausgelöscht überlebten, litten für den Rest ihres Lebens an chronischen Krankheiten, Krebs und anderen Auswirkungen der Strahlung. Wenn du während des Zweiten Weltkriegs schlafen gingst, konntest du also nie sicher sein, dass du wieder aufwachen würdest. Dein Haus konnte in die Luft gesprengt oder verbrannt werden. Du warst nirgendwo sicher, nur ganz weit weg in dem geweihten Land. Aber das war nicht so einfach abzuhauen. Also man war einfach nirgendwo sicher. Oder du konntest im Schlaf erschossen werden. Aber trotzdem, wann war denn nun die schlimmste Zeit in der Geschichte, um zu leben? Das letzte Ereignis, von dem ich dir erzählen werde, ähnelt der Katastrophe, mit der ich angefangen habe. Der schlimmste Morgen der Geschichte sieht so aus. Du wachst 536 in Island auf und kannst wegen Dichten... Okay, jetzt bin ich gespannt. 536 in Island wacht man auf, okay. Ich weiß nicht, worauf die jetzt hinaus wollen, ja? Wir nehmen uns einen Löffel Tiramisu und gönnen uns das jetzt. Ja? Nebels nichts mehr um dich herum sehen. Damals wurde der Himmel über Europa, dem Nahen Osten und Teilen Asiens von einem so dunklen Nebel bedeckt, dass er die Sonne 1,5 Jahre lang blockierte. So begann das dunkle Zeitalter. Die Sache ist die, dass es in Island einen katastrophalen Vulkanausbruch gab, der Asche über die nördliche Hemisphäre verteilte. Aber ja, das weißt du nicht und du denkst, die Tragödie sei ein böses Omen des Himmels, als ob eine höhere Macht dich für etwas bestrafen würde. Du versuchst, dich einzuwickeln, weil die Durchschnittstemperatur der Erde zwischen 1,5 und 2,5 Grad Celsius abgenommen hat. Und so ging das 18 Monate lang. So begann eines der kältesten Jahrzehnte der letzten 2300 Jahre. Dürre und Hungersnot breiteten sich überall aus. Plötzlich wird dir schlecht. Es fühlt sich an, als würdest du brennen. Du bist schwach, dir ist schwindelig, der Schmerz zerreißt dir den Kopf. Ich liebe es an diesen Videos, dass die so reden, als wenn ich, also die versuchen mich in diese Situation reinzuversetzen. Ich fieber voll mit. Klar war das denn furchtbar, wenn du keine Sonne hast und eine Dürrezeit kommt, du kein Essen hast, weil du kannst keine Landwirtschaft machen, weil du keine Sonne hast. Will man lieber 1,5 Jahre in Dunkelheit leben, mit der Gefahr, dass man verhungert? Oder will man lieber 5 Jahre lang in Angst und Schrecken mit schlimmen Krankheiten,
Leben mit viel Krieg und viel Unmenschlichkeit? Schwierig, das ist sehr schwierig, Freunde. Du wirst immer wieder ohnmächtig. Du wälzt dich im Bett herum. Du hustest Blut und hast seltsame Visionen. So wird dir die Pest das Leben nehmen. Die Pest hatte die Menschen in 15 oder 18 großen Pandemiewellen heimgesucht. Diese Krankheit tötete etwa 50 Millionen Menschen. Leichen pflasterten die Straßen. Pest war krank. Innerhalb von wenigen Jahren Millionen Menschen an einer Krankheit gestorben. Was sagst du jetzt über die Zeit der Pandemie? War 2020 ein schlimmes Jahr? Wenn du dir das anguckst, Freunde, wenn man sich das anguckt... Nein, ich denke nicht. Ich denke nicht. Leben wir wirklich in den schlimmsten Jahren? Nein. Tatsächlich haben die Menschen nie länger, besser, sicherer und reicher gelebt Danke. Als heute. Im 18. Jahrhundert betrug die durchschnittliche Lebenserwartung der Weltbevölkerung nur 29 Jahre. Heute werden wir im Durchschnitt 70 Jahre alt. Es wird immer mehr, Freunde. Allein in den letzten 25 Jahren wurde ein Siebtel der Menschheit dank des Wirtschaftswachstums vor extremer Armut bewahrt. Mehr Menschen als sie je zuvor haben genug zu essen. Die moderne Medizin hat große Fortschritte gemacht und die Verbreitung der Demokratie hat die Welt freier und sicherer gemacht. Dieser atemberaubende Sprung ist die größte Errungenschaft der Menschheitsgeschichte. Definitiv, Gänsehaut. Schreibe in die Kommentare, warum du denkst, dass die Zeit, in der wir leben, die beste ist. Wir müssen schätzen, was wir haben. Natürlich haben wir Probleme und wenn man nur die Zeitung liest, dann sieht man immer nur Probleme, Probleme, Probleme. Aber wie er gerade schon dachte, wir leben in der besten Zeit in der gesamten Weltgeschichte. Es kann uns nicht besser gehen. Wir stehen jetzt auch wieder vor neuen Problemen, weil alle Leute wollen Wohlstand, alle Leute wollen viel zu essen haben und es gibt noch einen sehr armen Teil auf dieser Erde. Und wir können nicht alle einen so hohen Lebensstandard haben wie ein Deutscher oder wie ein Amerikaner. Das geht nicht. Nicht alle können so leben. Und deswegen müssen wir Lösungen dafür finden. Und wir werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten vor sehr, sehr großen Problemen stehen. Aber nichtsdestotrotz kann man das nicht mit Zeiten von früher vergleichen. Also, ja, Freunde, das war auf jeden Fall die schlimmste Zeit, in der man leben konnte. Also, ich denke, das Mittelalter, wo es nur um Krieg, Pest, Dreck ging, war sehr furchtbar. Und die Zeit zum Zweiten Weltkrieg war so in dieser Gesamtheit, glaube ich, die schlimmsten Zeiten. Erster und Zweiter Weltkrieg packe ich mal zusammen. Aber es war alles schlimm, es war alles schlimm. Ja, es kommt dann auf Ende natürlich drauf an, in welchem Körper du gesteckt hast. Leute, ich könnte ewig labern über diese Themen, ja. El Magi ist immer albern und lustig aufgedreht. Manchmal redet auch sehr gerne über solche gesellschaftlichen Themen und so weiter. Und ja, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst hier gerne ein Abo da kommt zum Job. Hier siehst du zwei andere coole Videos. Checkt die gerne ab und dann sehen wir uns morgen in aller Frische beim neuen Video. Vielen Dank fürs Anschauen. Hab euch lieb. Ciao, ciao.